Und es ist jetzt 18 Uhr. Werner Fetz hat die aktuelle Hochrechnung für Sie. Ja, man hat sehr schnell gearbeitet in den 2600 Sprengeln im Land. Es sind 515 von 573 Gemeinden ausgezählt. Das heißt, es fehlen nicht einmal mehr 60 Gemeinden. Und daraus ergibt sich folgende Hochrechnung mit einer Schwankungsbreite von 1,2 Prozentpunkten. Die ÖVP kommt auf 49,6% der Stimmen minus 1,2 Prozentpunkte. Die SPÖ 23,9% der Stimmen plus 2,3 Prozentpunkte. Die FPÖ 14,9% der Stimmen plus 6,7 Prozentpunkte. Die Grünen 6,4% der Stimmen minus 1,7 Prozentpunkte, aber ganz klar im niederösterreichischen Landtag. Die NEOS derzeit bei 5,1% der Stimmen bei ihrem ersten Antreten. Bei einer Schwankungsbreite von 1,2% ist hier die Wahrscheinlichkeit schon sehr, sehr hoch, dass man den Einzug der NEOS als fix annehmen kann. Sonstige Parteien, es sind ja in einigen Bezirken die Christliche Partei Österreichs und Wir für Niederösterreich angetreten, kommen summiert auf 0,1% der Stimmen. Wie verteilen sich die 56 Sitze im niederösterreichischen Landtag? Die ÖVP wird demnach 29 Sitze künftig halten, laut dieser Hochrechnung einer weniger als bisher, aber eine Mandatsmehrheit. Die SPÖ 14 Sitze im niederösterreichischen Landtag, einer mehr als bisher. Die FPÖ 8 Sitze plus 4 im Vergleich zu bisher. Die Grünen würden einen Sitz verlieren und künftig 3 halten und die NEOS mit 2 Mandataren in den niederösterreichischen Landtag einziehen. Und wie sieht das Ganze in der niederösterreichischen Landesregierung aus? Hier würde die ÖVP ihre 6 Regierungsmitglieder halten, die SPÖ würde ihre 2 Sitze halten und die FPÖ würde mit einem Regierungsmitglied in die niederösterreichische Landesregierung einziehen. Soweit die aktuelle Hochrechnung.